Das magnetische Labyrinth fördert zum einen die Koordination, zum anderen die Konzentration des Kindes. Es besteht aus diesem Holzsockel hier, aus 8 verschiedenen Bahnen aus Kunststoff, aus 8 Spielfiguren in unterschiedlichen Farben und aus 8 Magnetstäben, mit denen die Spielfigur durch das Labyrinth geführt werden muss. Bevor das Kind loslegen kann, müssen Sie die Kunststoffbahn hier in den Holzsockel einschieben, also hier einfach in die vorgefertigten Schlitze. Gut. Jetzt kann das Kind loslegen. Es muss versuchen, diese Spielfigur durch die vorgegebenen Bahnen zu bewegen. Aber nicht einfach, indem es hier hingestellt wird und das Kind mit der Hand den Bären hier durchführt, sondern mit Hilfe des Magnetstabs. Also der ist magnetisch, genauso wie der Bär. Sie haften also aneinander. Der Magnetstab wird von unten an den Bären gehoben, sodass die beiden gekoppelt sind. Wenn das Kind nun den Stab bewegt, so bewegt sich der Bär automatisch mit und kann so durch das Labyrinth geführt werden. Mit diesem Spiel wird sehr stark die Koordination von Hand und Auge trainiert. Das Kind lernt somit viele feinmotorische Bewegungen, die grundlegend sind für die späteren Schreibbewegungen. Sobald der Bär am Ziel angekommen ist, kann die Spielbahn ganz einfach durch ein neues Labyrinth ausgetauscht werden.